Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, ich hoffe, dass jetzt alles vom Ton wieder da ist. Ja, ich weiß ja nicht, was letztens OBS gemacht hat, aber gut. So, wir waren das letzte Mal hier hinten in der Ecke am Rumplanen. Und da sind auch sehr viele gute Ideen von euch gekommen. Mit zum Beispiel Spielplatz, Kirche, einen kleinen Friedhof und. Da werden wir mal gucken, was wir hier noch draus machen. Es wird eh sich ein bisschen hinziehen, weil da brauche ich erst wieder Ton und Asche, Ziegel, Steine, ne? Zement, genau. So. Aber da war ich gerade schon schauen, da ist wieder nichts nachgespawnt. Das dauert ein bisschen. Das heißt, heute machen wir uns drum oder dran, hier die Inneneinrichtung zu machen. Wir haben ja so ein paar Häuschen vorbereitet. Hier weiß ich immer noch nicht, was wir hier reinmachen. Ich weiß es echt nicht. Irgendwas wird sich finden. Gut. Hier hat er mir gesagt, machen wir sowas wie ein Heiler, ein Arzt oder wie auch immer. Und hier machen wir eine kleine Schmiede rein. Ich denke, da fangen wir heute mit an. Wir bauen uns erstmal eine kleine Schmiede. Das bedeutet, wir brauchen. Das Wichtigste in der Schmiede ist. Ja, Schmiede, genau. Ist der Amboss. Den stellen wir uns so ein bisschen. Ja, können wir so machen. Dass, wenn man die Tür reinkommt, direkt der Blick auf den Amboss, vielleicht ein bisschen zentriert. Ja. Dann, was brauchen wir noch in der Schmiede? Einen Ofen. Ah, da brauchen wir wieder Kohlebrocken und. Na super. Wir werden ja nie fertig mit der Kohle. Aber gehört halt hier rein, ne? So, dann werden wir ein paar Rüstungspuppen hinstellen. Die auch noch die ein oder andere Rüstung dann bekommen. Haben wir uns drei Stück hier hin. Und vielleicht machen wir. Eieieiei. Vielleicht machen wir uns hier auf die Seite ein paar Waffenhalter hin. Ja, tut mir leid, aber gestern fing es schon wieder an mit Kratzen im Hals und, ne? Ja. Aber jetzt bei den letzten Regentagen und die Kälte draußen und, ne? Ja. Aber gut. Ja, noch eine Werkbank, damit es ein bisschen voller aussieht. Warum will. Ach, da hinten ist das Blatt. Das ist ja blöd. Ich wollte gerade sagen, warum will die das da nicht hinstellen? Und das sollte schon für die Schmiede reichen. Einfach eine kleine, feine Schmiede. Gar nicht zu groß, gar nicht zu voll. Klar, man kann hier jetzt nochmal ein bisschen Dekoration in die Ecke schmeißen. Da nehmen wir vielleicht hier ein paar Vasen. So, und nehmen wir noch so eine dazu. Sollte als kleine Schmiede reichen. Hier vielleicht nochmal Körbchen hin. Körbchen, Körbchen. Aha. Schön, dass die Blätter schon im Weg sind. Das wird dann interessant hier drin. Uiuiuiui, weil hier ist ein bisschen mehr. Okay, kriegen wir aber auch hin. Gut, dann brauchen wir Beleuchtung. Haben wir uns hier eine und hier eine. Vielleicht hier mittig eine hin. Und ja, hier vielleicht so mittig eine hin. Und da hängen wir uns noch eine an die Decke. Das sollte dann gehen. Ich denke, kann man machen. Gut, gehen wir mal Material holen. Dann bauen wir das, soweit wir können, fertig. Und dann sehen wir eher, ob es passt oder nicht passt. Das Komische ist, ich habe alles zugemacht und hier laufen andauernd Ameisen rum.
Ich habe eben schon, weiß nicht, wie viele wieder hier gejagt. So, und dann am Wochenende, ich hoffe ja, dass dann soweit wieder alles funktioniert und läuft, sollten die Livestreams dann auch wieder ganz normal weiterlaufen. Aber da gebe ich euch auf jeden Fall nochmal rechtzeitig Bescheid. Käfergummi, Sprössling, also wir brauchen eigentlich alles. Wir brauchen Käfergummi. Da war es nur einer, wir brauchen ein bisschen Ton. Da war es ein bisschen mehr. Wir brauchen Sprösslinge. Wir brauchen Klee. Na, kommen Sprösslinge nimmer mehr mit. Wir brauchen trockenes Gras. Wir brauchen Saft. Ja, wir gucken nach. Grobes Seil, Eichelschale, Schleifstein, Panzerung. Schleifstein. Dann grobes Seil. Oh je, wir haben kein grobes Seil mehr. 35 brauche ich, glaube ich. So, jetzt haben wir mehr. Eichelschale, Pilzziegel, Seidenseil, Madenhaut, Klipper, Seidenseil, Madenhaut und das Zeug ist auf der anderen Seite. Madenhaut, Glühwürmchen und Pilzziegel. Dann, Leuchtkleber haben wir, Grasplatte, Kleeblatt, Unkrautstängel, Kohlebrocken, Kochdrüse brauchen wir noch. Kochdrüse, die ist auch hier. Kochdrüse. So. Dann gehen wir mal bauen. Ja, und weil einige gefragt haben, durch den Ausfall von allem, ob's Angel und dem Kleinen gut geht, ja, da kann ich euch beruhigen, da ist nix. Da ist nix, eine ganz andere Geschichte. So. Und die wird natürlich auch dann, ich denke mal, am Wochenende auch wieder fleißig dabei sein, wenn es heißt, ich spiele wieder War oder Sons of the Forest. Ach, Eichelschalen habe ich vergessen. Mann. Ja, wir kriegen soweit alles hier drin fertig, außer den... Ja, Eichelschalen müssen wir noch holen. Außer den Ofen, den kriegen wir nicht fertig. Wie viele Eichelschalen fehlen denn? Haben wir alles? Wir haben alles. Wo stehen sie denn? Ach, ganz oben. 6 Stück. Ja, machen wir die doch auch gerade fertig. Oh, ne, die Tür. 6 Stück, die kriegen wir doch hier. So, dann bin ich mal gespannt. Das sind hier noch knapp 14 Tage. Dann haben wir Smallland. Da bin ich richtig gespannt drauf. Fünf. Und 6 Stück haben wir. Sehr gut. Da müsste ja auch bald die Kiste platzen im Lager, weil ich sie mir jedes Mal frisch warme. Und dann immer die Reste mit in die Kiste schmeiße. Komm, die machen wir da auch noch gerade fertig. So. Nee, da haben wir noch nichts. So, und hier fehlen jetzt nur noch Grasplatten, ne? Ja. 3 Grasplatten könnten wir im Lager haben. Wir haben doch hier hinten unser Materiallager.
was ich auch noch voll machen wollte. Irgendwann. Hatten wir nicht sogar hier eine Seilbahn hingehen lassen, irgendwie? Ja, doch, hier. Und stimmt, ich glaube, das ging durchs Fenster durch. Ja, 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 ja. Ja, ist doof, wenn man 2 Tage hier nicht spielt, muss man erstmal wieder gucken und überlegen. So, aber jetzt sieht es doch ganz gut aus. Jetzt müsste die Bauliste fast leer sein. Ah ne, wir haben die Lampe oben vergessen. Die sieht man ja auch nicht, wenn man hier drin rumläuft. Man sieht die Lampe nicht, ne? Da oben. Oh. Jetzt. So, wir lassen hier trotzdem die Tür mal offen und den Rest, was ich noch einstecken habe, verbauen wir gerade hier hinten mit. Zumindest bei dem Zeug, was geht. Hier muss eigentlich auch eine Aschewand noch drunter. Wieder das typische Thema Aschewand. Na, super. Den auch gleich um, den können wir da oben verbauen. Dann fehlt hier eigentlich nur noch Ton. Oh, das dachte ich mir. Ja, ich glaube, jetzt kann ich die Blaupausen nämlich wegmachen. Ja, jetzt muss ich die Blaupausen wegmachen. Jetzt kann ich das Holz nicht sammeln. War das schon alles? Kannst mir doch nicht erzählen, 5 so Stängelchen, das kann doch nicht wahr sein. Ah, da hinten liegen noch. Hier ist auch immer noch kein Sound drin, ne? Bei dem Stängellagern sowie bei den Grasplatten. Ja, da bin ich immer gespannt, wann man mal was hört von Obsidian. Ob da irgendwann mal wieder ein Patch kommt oder wieder mal irgendwann ein Update. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es momentan halt ein bisschen schade, man hört gar nichts. Oder zumindest nicht viel. Fehlen noch 3 Stängel. Die holen wir uns jetzt noch. Na, holen wir sie da oben. Dann hätten wir doch wieder einen großen Teil geschafft bis jetzt. Nehmen wir die mit. So, wie sieht denn das jetzt aus? Jetzt haben wir noch 200 Ton offen, 4 Kohlebrocken und 16 Aschezement. Ja. Ton, ja, da muss ich noch einmal farmen gehen. Dann haben wir knapp 500, kriege ich nur allein hinten aus der oberen Zone. Ist aber im Moment noch nichts nachgewachsen. Und ich glaube, knapp 300 sind hier hinten. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Das wird doch schon mal was. Da ist sogar noch ein Holz. Das nehmen wir hier noch raus und dann setzen wir uns die Blaupausen direkt nochmal hier wieder schön hin. Alles wieder dicht. So. Sehr gut. War das eine Laus oder wieder eine Ameise?
Irgendwas rennt doch hier schon wieder rum. Eine Laus, okay. Ja, und hier muss ich mir noch überlegen, wie man hier ordentlich einen Übergang hinbekommt. So, aber ich glaube, wir laufen jetzt mal so langsam Richtung Bettchen. Material waren wir ja jetzt durch. Ja, das sind alles Sachen, die ich nicht habe. Ja, ein bisschen Ton ist noch da, aber da will ich nicht alles verballern, weil dann fehlt es uns, sobald wir Asche haben, um Zement herzustellen. Echt jetzt? Ich muss mal ein bisschen Platz machen hier. Sind die schon immer so? Mich verwundert gerade die Struktur da drauf. Ich dachte erst, die sind kaputt. Aber die haben keinen Schaden. Ich habe noch nie so wirklich drauf geachtet, weil da sind sie glatt. Komisch. Naja. Den nehmen wir auch gleich mit. Da haben wir unser Frühstück doch direkt. Einmal alles weg, genau. Und Seile wollte ich noch machen. Die alle mal raus und gleich neue produzieren. Das sieht soweit gut aus. Dann können wir die gleich wegsortieren. Und dann gehen wir jetzt erstmal pennen. So, essen, trinken. Gleich zwei. Feeling refreshed. Dann sollte ich mir auch so langsam mal Gedanken machen, wie man hier die Tore schön macht. Ich frage mich halt immer noch, wo die Ameisen herkommen. Kommen die vielleicht doch hier über die Kante, hier über die Wurzel? Weil hier kann man ja, naja, einfach hochlaufen, nett, aber wenn die im Rüsselkäfer hinterher sind, dann springen die natürlich auch. Vielleicht sollte ich hier die Mauer zumindest mal noch bis hier rüberziehen. An den großen Stamm der Wurzel hier. Kämen sie wahrscheinlich auch drüber. So. Nur wie mache ich die Tore schön? Schöne kleine Torhäuschen. Also einmal könnten wir das hier bis nach vorne ziehen. Dass mir auch einen schönen Weg hier durch hat. Ja, brauchen wir noch mehr Ton, ist ja klar. Machen wir es direkt ganz dicht.
Hier geht ja die Mauer rum. Es muss ja nicht immer ein Torhäuschen sein. Es wird ja wahrscheinlich auch reichen, wenn man uns das Tor ein bisschen verschönert. Das wird auch schon reichen. Auf die Höhe? Ne, wir machen es höher gesetzt. Und genauso auf der anderen Seite. Und da vielleicht einfach nur ein Dach drüber. Ist so ganz easy. Und das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Ein bisschen Beleuchtung dran. Und dann bauen wir das Ganze fertig und vielleicht können wir hier, was weiß ich, ein Mutterspinnen-Trophäe oder sowas hinmachen. Müssen wir mal schauen. Komm, das bisschen Ton für hier vorne habe ich auch noch. Das heißt, wir brauchen Holz, wir brauchen Ton, wir brauchen alles Mögliche. Für so ein bisschen was, ne? Also, trockenes Gras brauchen wir nochmal. Wir brauchen nochmal Saft. Wir brauchen bestimmt nochmal Seile. Oh. Sprössling. Ton. Pilzziegel. Habe ich irgendwas vergessen? Ach, Kleeblatt. Kleeblatt habe ich vergessen. So, und dann nehmen wir uns noch 4 Holz mit. Deswegen, es müssen ja nicht immer riesengroße Torhäuser sein. So einfach ein schöner gestalteter Durchgang ist ja auch ganz nice. Echt jetzt. Geht ein bisschen besser. So, hier mal zu. Der Mauer müsste eigentlich ah.
müsste ich genauso bauen wie hier. Hier habe ich mit halben gebaut. Das müsste ich hier genauso machen. Damit oben die Zinken da nicht drüber stehen. Das sieht immer so ein bisschen blöd aus. Deswegen baue ich lieber mit halben Wänden. So. Dann bleibt das nämlich ein schöner Abschluss. Zack, 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 zack. Schön gerade abgeschlossen. Ja, sieht schon ordentlicher aus. Sieht viel ordentlicher aus. Also wenn ich mir das jetzt angucke und hier die Seite, ich finde das mit dem Platten oben viel schöner. Deswegen schon mal gut, dass wir das Material wieder rauskriegen. Und da hätte ich die hier auch gleich so machen können. Naja. Naja. Beim letzten Stück ist es egal, da sieht man eh nichts. Also halbe, 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 halbe. Na komm. Ah, das sieht schon viel besser aus. Na, da sieht man doch die eine blöde Kante. Aber ich glaube, das lassen wir einfach so. Da hinten in der Ecke stört es ja keinen. So. Ja, sieht schon viel besser aus. Einfach ein schöner kleiner Durchgang. Am liebsten hätte ich sie mit Aschewand gebaut, weil ich finde hier vorne den Eingang auch schon ganz geil, aber nee, wir fangen mit Aschenwänden gar nicht erst an. Ich bin auch froh, wenn wir mit der Piratenzone irgendwann durch sind. Da ist eine Ameise. Da ist eine Ameise. Gleich hinterher. Die läuft hier drüber. Ant coming through. Aha. Auch nicht schlecht. Das heißt, entweder fallen hier hin, hier gehen sie hoch. Jetzt haben wir sogar den Weg mal gesehen. Ha! Hier gehen sie hoch, dabbeln hier über die ganze Geschichte oder laufen da unten rum. Das heißt, dann müsste ich rein theoretisch hier zumachen, über die Wurzel hinaus. Boah, da muss ich aber ganz schön hoch. Ja. Hä? Gerade sagen, irgendwas passt da nicht. Sehr schön, jetzt weiß ich wenigstens, wo die blöden Ameisen herkommen. Machen wir hier mal direkt dicht. Ich weiß, sieht jetzt auch wieder nicht schön aus erstmal, aber erstmal zu haben. Ja, oder zumindest ein Teil. Ist halt blöd, dass diese ultra hoch geht hier hinten. Oder wir lassen sie hier so langsam abstufen. Und vielleicht das Stück noch ein bisschen höher. Ja,
Das sieht halt blöd aus mit so einer riesen Mauer da hinten jetzt. Aber man sieht sie hier nicht. Noch nicht. Na gut, aber ich würde sagen, wir sind bei 30 Minuten angekommen. Ihr kennt ja das Spielchen. Wenn euch die Folge gefallen hat, seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Da machen wir dann die Mauer zu und gucken, dass wir das nächste Gebäude fertig kriegen. Okay, also bis denn und tschüss.